Reisedraht ist ein Elektrospiel, das man ganz einfach selber machen kann. Wir zeigen euch heute, wie man es spielt und aufbaut. Zwei Stücke Draht, ein Stück Styropor, drei Stücke Kabel, eine Batterie und ein Lamp. Zuerst muss man testen, ob die Batterie überhaupt noch voll ist. Wir zeigen euch jetzt einen einfachen Stromkreis. Schließt das eine Kabel an den Pluspol und das andere Kabel an den Minuspol. Und die anderen Seiten vom Kabel an das Lämpchen. Wieso leuchtet das Lämpchen? Das Lämpchen leuchtet, weil die negativ geladenen Minusteilchen zu den Pluspolteilchen wollen. Sie fließen dann durch das Kabel, durch das Lämpchen und anschließend zu dem Pluspol. Zurück zum Spielaufbau. Zuerst braucht ihr das Styroporbrett. Danach steckt ihr den Kupferdraht in das Styroporbrett. Formt den Kupferdraht zu einer coolen Form. Formt ein zweites Stück Draht zu einer Lupe. Schließt die beiden Kabel an die Batterie. Das eine Ende schließt ihr an die Lupe und das andere Ende an das Lämpchen. Das dritte Kabel schließt ihr an die Lampe und an den Draht an. Fahrt mit der Lupe dem Draht entlang, ohne dass sich die beiden Drähte berühren. Nämlich, wenn sich die beiden Drähte berühren, leuchtet das Lämpchen und es gibt einen Strafpunkt.